Ich melde mich heute mal mit einem Video bei euch. So wie ich es schon in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, möchte ich ein Video machen über die zweite Schwangerschaft. Die ist jetzt schon mehr als halb rum. Und ich dachte, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe noch gar nicht so viel zu der Schwangerschaft gesagt, habe mich irgendwie nicht so danach gefühlt. Jetzt so langsam ist man irgendwie komplett drin angekommen und es geht einem gut und so weiter. Und ich dachte, ich nutze diese Gelegenheit, um mal wieder ein Video zu machen. Rede ein bisschen darüber, wie und wann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin, wie ging es mir im ersten Trimester, wie geht es mir jetzt, was sind die Aussichten und ja, fange vielleicht direkt mal an mit der Frage, wie und wann ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Das war tatsächlich eine Silvester-Neujahrs-Überraschung, also am 31.12. letzten Jahres habe ich den Test gemacht, einen Frühtest. Das war der erstmögliche Zeitpunkt und dementsprechend war die Linie auch so wenig sichtbar, dass ich erstmal dachte, ich bin eben doch nicht schwanger, war dann enttäuscht, bin nochmal ins Bett gekrochen, um dann 2 Stunden später aufzustehen und da doch eine minimale Linie vorzufinden. So dass ich das irgendwie auch erstmal gar nicht glauben konnte und mich überhaupt nicht freuen konnte. Am nächsten Tag, am 1.1., habe ich dann als Überraschung oder als großes Ereignis, um in das Jahr zu starten, dann nochmal einen Test gemacht. Der war dann wieder positiv und da habe ich dann doch geglaubt. Und tatsächlich blieb irgendwie die Euphorie oder die große Freude am Anfang so ein bisschen aus, weil es vielleicht auch, ja, was heißt kalkuliert oder berechnet, das war schon geplant und irgendwie war es dann alles nicht so überraschend. Die Freude kam erst später. Am Anfang hatte ich tatsächlich auch ein paar Momente, in denen ich erstmal gedacht habe, um Himmels Willen, was haben wir uns dabei gedacht? Es wird alles nochmal genauso schlimm, wie es am Anfang mit dem ersten Kind war und wie soll das mit 2 Kindern werden? Und gerade hatte ich irgendwie meinen Körper zurück und habe mich gut gefühlt und jetzt geht das Ganze von vorne los. Ja, mir ging es ansonsten im ersten Trimester gut. Ich hatte nicht so physische Beschwerden wie in der ersten Schwangerschaft. Also damals, das waren so diese Sommermonate, Juni, Juli, August, die ersten 3, in denen ich eine absolute Appetitlosigkeit hatte und irgendwie unter der Hitze gelitten hatte. Und das war jetzt nicht der Fall. Ich hatte keine Appetitlosigkeit oder nicht so stark. Hatte, ja, verstärkt Gelüste auf Kartoffeln. Aber nicht so richtig der Rede wert alles. Ich hatte keine Übelkeit. Müdigkeit ist irgendwie eh da mit einem kleinen Kind. Die war jetzt auch nicht sonderlich größer als sonst. Von daher kann ich mich gar nicht so richtig beklagen. Das Einzige, was mich in dieser Schwangerschaft am Anfang mitgenommen hat, und das erinnere ich nicht mehr so von der ersten, war eine Schlaflosigkeit. Also Schlafbeschwerden, jede Nacht 2-3 Stunden wach zu liegen. Immer so zwischen 2 und 4 irgendwie aufwachen, wach sein. Ich habe dann gelesen, durch die Hormonumstellung ist das relativ geläufig, aber das ist halt irgendwie tough, wenn man dann um 4 wieder einschläft und um 5.30 Uhr das Kind aufwacht und aufstehen will. Im dunklen, tiefen, kalten Winter, Corona-Winter. Und da hatte mein Freund eine intensive Arbeitsphase und konnte nicht so viel unterstützen und so hatten wir dann doch schon echt viel schlechte Laune, miese Stimmungsschwankungen, irgendwie doch Müdigkeit und einfach von mir, von meiner Seite aus, ja, Genervtheit. Teilweise sogar wirklich regretting pregnancy thoughts, dass ich dachte, das hätte besser alles nicht sein sollen und wie soll ich das schaffen. Und also die Stimmungsschwankungen waren schon irgendwie extrem dieses Mal. Jetzt geht's mir gut. Die Stimmungsschwankungen sind passé. Jetzt bin ich schon in der 21. Schwangerschaftswoche und bin fit, mir geht's gut. Die Vorfreude ist riesig, die Freude ist groß. Jetzt kommt der Frühling, der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Ich bin gerne schwanger, kann ich auch nicht sagen, aber ich habe kaum körperliche Beschwerden. Ich habe ein bisschen Rückenweh hin und wieder, der Bauch zieht. Der Bauch ist eh extrem groß und die Gewichtszunahme ist erschreckend. Mit irgendwie über 7 Kilo jetzt schon in der 21. Woche. Also da war ich echt erschrocken, wie schnell das geht.
Natürlich habe ich auch nicht so die Zeit oder die Muße oder die Freiheiten, mich so viel zu bewegen und so viel Sport zu machen, wie ich es in der ersten Schwangerschaft gemacht habe. Einfach weil ich schon ein kleines Kind habe, das mich den ganzen Tag lang oder zumindest nachmittags nach der Kita braucht. Und weil Corona ist, die Fitnessstudios zu sind, mein Schwimmbad zu ist. In der ersten Schwangerschaft war ich sehr, sehr viel schwimmen. Das kann ich alles nicht machen und das tut schon echt weh. Ich versuche das Beste draus zu machen, Fahrrad zu fahren, zu laufen. Laufen ist immer irgendwie... Es geht nicht so gut in der Schwangerschaft, das hatte ich auch in der ersten schon, dass Laufen einfach nicht so mein Ding war. Aber ja, Fahrradfahren, einmal die Woche Power-Yoga am Wochenende, 75 Minuten, einmal die Woche Home-Workout oder wenn das Fitnessstudio eben auf hat, Fitnessstudio-Workout. Einfach so viel bewegen wie möglich, so gesund wie möglich zu essen, wobei ich mir da auch nicht so einen Stress mache und auch irgendwie so ein bisschen das einfach genieße gerade. Ja, von dem her geht es mir eigentlich gut, bis auf die kleinen Wehwehchen, dass der Rücken halt mal zieht oder der Bauch spannt und so weiter. Ja, das Ganze wurde echt dann irgendwie für mich so realer mit dem Ultraschall und da zu sehen, wie das kleine Wesen sich ohne Ende bewegt und zappelt und mit dem Beinen tritt. Schon in der 12. Woche konnte man das alles erkennen. Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft nicht, dass ich das im Ultraschall so sehr sehen konnte. Irgendwie hat sie immer geschlafen. Und das hat es dann schon krass real gemacht. Schade halt auch, dass man das nicht teilen kann mit dem Partner, weil er nie dabei sein darf bei den Frauenarztbesuchen. Und genau, bei diesem Ultraschall, in dem großen ersten Ersttrimester-Screening hatten wir dann auch im Anschluss schon das Geschlecht herausgefunden. Wir haben einen Harmonientest gemacht, genauso wie in der ersten Schwangerschaft auch und wussten demnach schon in der 13. Woche das Geschlecht. Es hat es dann auch nochmal irgendwie ja, realer gemacht, irgendwie so, dass man vor Augen sehen konnte, was da auf einen zukommt. Und wie auch schon in der ersten Schwangerschaft lag ich mit meinem Gefühl richtig, was das Geschlecht angeht. Und war insgeheim auch irgendwie doch so ein bisschen der, sag ich mal, 60-40 oder 45% Wunsch, der da in Erfüllung ging. Und ja, ich glaube, ich hätte mich genauso über das andere Geschlecht gefreut, aber irgendwie jetzt ist es einfach so greifbar und sichtbar und dadurch ist die Vorfreude einfach riesig. Man sieht es vor Augen, irgendwie war es auch so mein insgeheimer Wunsch und so, dass ich jetzt doch oft echt denke, das sollte alles genauso sein, es ist genauso passiert, wie ich es mir gewünscht habe. Es wird ein schönes Spätsommer-Baby, was hoffentlich seinen Geburtstag noch draußen feiern kann und ich habe eine hoffentlich schöne erste Zeit nach der Geburt mit Golden Summer oder Golden Herbst dann fast schon und kann mich im Winter hier mit einem kleinen Baby irgendwie zu Hause einkuscheln. Von daher bin ich jetzt echt ja, guter Dinge, freue mich auf die nächsten Monate mehr oder weniger, hätte einfach jetzt gerne noch mehr die Gelegenheit, wenn nicht Corona wäre, um noch mal ein bisschen rumzukommen, mehr Sport zu machen, Freunde zu treffen, Freunde zu besuchen, das geht alles nicht. Man sitzt so ein bisschen zu Hause rum. Auf der anderen Seite, ich verpasse jetzt eben auch nichts, indem ich hier zu Hause rumsitze, schwanger und immer runder werde. Von daher, ja, möchte ich mich jetzt einfach noch ein bisschen meiner Arbeit widmen, die nächsten Monate da alles abschließen, was ich abschließen kann, Steuererklärung und so weiter. Der Nestbautrieb hat mich in der ersten Schwangerschaft komplett überfallen. Da war ich wirklich nahezu geisteskrank, würde ich behaupten, mit Sachen, die ich anschaffen wollte, musste, bauen, basteln, malen, kreativ werden, Listen abarbeiten. Ich glaube, das habe ich vielleicht jetzt schon hinter mich gebracht mit unserem Kinderzimmer, was wir schon irgendwie so hingestellt haben, dass alles passt. Ansonsten hat man ja eben irgendwie auch schon alles seit der ersten Schwangerschaft oder seit dem ersten Baby, Kinderwagen, Beistellbett, ist alles schon vorhanden. Da habe ich jetzt irgendwie gar keine Ambitionen, mich noch irgendwie zu kümmern, habe eine Doula für die Geburt und für die Geburtsvorbereitung, was mich sehr freut, dass ich da mit meinem Freund mich gemeinsam für entschieden habe, einfach um die erste Geburt, die ich als sehr schlimm empfunden habe, aufzuarbeiten und gemeinsam hoffentlich mit dieser Person, wenn es Corona zulässt, ins Krankenhaus zu gehen, um mein zweites Kind hoffentlich sanfter oder besser, was auch immer das heißt, gebären zu können, aber ich freue mich, dass ich die habe und dass wir uns ein paar Mal treffen und ich mich da irgendwie so ein bisschen auf jemanden an meiner Seite
verlassen kann, der mit mir in die Geburt reingeht. Das einfach so ein bisschen vorher zu planen, mit einem Geburtsplan, den wir dann zusammen auch mit meinem Freund erstellen. Das ist so ein bisschen noch die große Sache jetzt für die nächsten Monate. Und ja, bin von daher relativ entspannt. Elterngeldanträge und so weiter kommen noch. Das wird dann auch wieder so ein Thema. Aber jetzt erstmal genieße ich irgendwie diese Halbzeit gerade und freue mich auf den Frühling und auf den Sommer und hoffe, dass ich noch einiges davon genießen kann, bevor es zu heiß wird und die Beine zu dick und der Bauch zu rund. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne auch anschreiben über Instagram oder über E-Mail und kommentiert fleißig. Und wenn ich Lust habe, mache ich bald wieder so ein Video.